Mittagsgebet in Samarkand. So wie man im sowjetisch beherrschten Europa von einer Kirche des Schweigens spricht, so hätte man längst in sowjetisch-Zentralasien von einem Islam der Vergessenheit berichten müssen. Das Gebet in dieser Moschee Hodja Zulmurad in der alten usbekischen Kaiserstadt Tamerlans scheint von Trauer und Resignation umgeben. Immerhin leben heute 45 Millionen Musulmanen in der Sowjetunion. Das Moskauer Imperium steht also mit der Zahl seiner Moslems an fünfter Stelle hinter Indonesien, Indien, Pakistan und Bangladesch. Allahu Akbar. Allahu Akbar, proklamiert der Imam Khatib von Samarkand, und die kleine Gemeinde alter Männer beteuert, dass Allah in der Tat größer ist als die erdrückende Sowjetmacht und die triumphierende Ideologie des dialektischen Materialismus. Die Filmaufnahmen dieser Dokumentation wurden von einem russischen Kamerateam unter Aufsicht eines sowjetischen Regieleiters gedreht. Die Absicht dieser Bilder ist klar. Am Islam der Sowjetunion soll die religiöse Toleranz des Moskauer Regimes dargestellt, gleichzeitig aber auch der Eindruck vermittelt werden, dass die Botschaft des Propheten nur noch die Greise und ein paar Außenseiter erreicht. Nach dem Gebet wird ein verstorbener Moslem zu Grabe getragen. Steht der Islam in sowjetisch-Zentralasien tatsächlich im Begriff, nur noch eine Religion der Toten zu sein? Aber die Trauergemeinde ist zahlreich und der ausländische Besucher erfährt, dass fast jeder Usbeke, mag er nun Mitglied der kommunistischen Partei sein oder politisch abseits stehen, Wert darauf legt, nach islamischem Ritus beerdigt zu werden. Assalamu alaikum wa rahmatullah, inna lillahi wa inna ilaihi. Im Gegensatz zum Christentum in der Sowjetunion, zur russischen Orthodoxie, stellt die Lehre des Propheten Mohammed dem Angriff der atheistischen Propaganda nicht nur die Gewissheiten des Glaubens, sondern einen Lebensstil, eine Serie von Verhaltensregeln entgegen, die als Brauchtum überleben, selbst wenn die religiöse Praxis verkümmert. Immer wieder kann man in Zentralasien hören, nur ein Moslem kann Usbeke, Turkmene, Kirgise oder Tadschike sein. Die von Josef Stalin definierten Nationalitäten in den muslimischen Teilrepubliken der Sowjetunion finden ihre letzte Identität im Gefühl der islamischen Zusammengehörigkeit. Daran kann auch der beharrliche Assimilationswille des russischen Staatsvolkes, des sogenannten Großen Bruders, nichts ändern. Jeder sowjetische Moslem musste seinen Namen russifizieren lassen. Aus Rahman wurde Rahmanow, aus Shakim Shakimow, als ob in der DDR ein Sachse namens Gottlieb sich plötzlich Gottliebow nennen müsste. Seltsame Willkür im Sowjetreich. Der Imam von Samarkand heißt Mustafa Kulmelikow. Er gehört zu jenen offiziellen Repräsentanten des Islam, etwa 1500 in der gesamten Sowjetunion, die von den atheistischen Behörden anerkannt, begünstigt und nach Möglichkeit gesteuert oder sogar korrumpiert werden. Mustafa Kulmelikow, Sohn eines Kolchosbauern, hat 11 Jahre lang den Koran und die Sunna studiert. Nach dem Gebet fährt der Imam zu seiner Familie. Das Auto und das geräumige Haus weisen ihn als Mitglied der Nomenklatura, der privilegierten Funktionärsschicht, aus. Zwei seiner Brüder sind Ingenieure und Mitglieder der kommunistischen Partei. Nur die wenigsten Usbeken leben so großzügig wie Mustafa Kulmelikow. Wegen der Hitze wird auf der Terrasse im Freien gegessen. Bei den religiösen Feierlichkeiten, Beschneidung, Hochzeit oder Begräbnis, gehen von Seiten der Gläubigen reichliche Spenden für die Moschee und den Kult ein. Ein Teil dieser Einnahmen wird vom Imam an die geistliche Direktion des Großmufti von Taschkent abgeliefert. Der sunnitische Islam kennt keinen etablierten Klerus, sondern lediglich Vorbeter und Schriftgelehrte.
Das Sowjetregime hat dennoch bei den überwiegend sunnitischen Völkern Zentralasiens, die sich zur hanefitischen Rechtsschule bekennen, eine offizielle Beamtung der von Staats wegen geduldeten Religionsdiener durchgeführt. Dadurch soll die Religiosität, soweit sie überlebt, kontrolliert und gegängelt werden. Eine Tschechana, ein Teehaus in Buchara. Hier ist die russische Beeinflussung und Überfremdung nach hundertjähriger Kolonisation am ewigen Orient sichtbar abgeprallt. Diese Tschechana könnte sich auch in Afghanistan befinden. Etwa 12% Slawen stehen in Usbekistan einer musulmanischen Masse von 88% gegenüber. Eine gegenseitige Durchdringung und tatsächliche Verbrüderung mit den Russen hat hier, von wenigen städtischen Ausnahmen abgesehen, nicht stattgefunden. Seit der Oktoberrevolution war der Islam in der Sowjetunion vielen Prüfungen unterworfen. Der ursprüngliche Nationalkommunismus der Wolga-Tataren unter Sultan Galiew, der sich panturanisch gebärdete, wurde spätestens ab 1928 von Stalin blutig ausgemerzt. Es begann eine unerbittliche atheistische Kampagne im Kaukasus, an der Wolga und in Zentralasien, auf die die Moslems mit bewaffnetem Widerstand reagierten, dem verzweifelten Kampf der Basmatschi, der bis in die frühen 30er Jahre andauerte. Erst der Zweite Weltkrieg zwang Stalin wieder zu einer religiösen Scheintoleranz. Der Islam erlebte eine bescheidene, streng überwachte Renaissance. Nikita Chruschtschow hingegen ließ die Mehrzahl der zugelassenen Gebetshäuser wieder schließen und forcierte die Russifizierung. Allahu Akbar! Sami Allahu liman hamida. Dem fremden Besucher werden von den offiziellen Begleitern kleine islamische Idylle präsentiert. So hier die Familie des Pensionärs Mohammed Hibadulayev in der Gegend von Urgensch und Riva. Alle seine Familienmitglieder, so betont Mohammed Hibadulayev, 6 Kinder, 18 Enkel, seien fromme Moslems. Alle Knaben seien beschnitten. Auch die Menschen in seiner Umgebung und Kolchose seien fast alle gläubige Musulmanen. Das Gespräch kompliziert sich, wenn die Frage nach dem Besitz eines Korans gestellt wird. Gewiss, Mohammed Hibadulayev besitzt einen Koran, ein 83 Jahre altes Exemplar, das er von seinem Großvater geerbt hat. Er tut so, als würde jeder Moslem über beliebig viele Exemplare des Heiligen Buches verfügen. In den letzten 20 Jahren sollen laut offiziellen Angaben 20.000 Exemplare des Korans neu gedruckt worden sein. Aber sie sind nirgendwo zu finden. Auf dem Schwarzmarkt in Moskau wird ein Koran für 2000 Rubel gehandelt, was dem Jahresdurchschnittsgehalt eines Arbeiters entspricht. Bei der Invasion Afghanistans sollen die musulmanischen Sowjetsoldaten gelegentlich ihre Waffen und Munition fortgegeben haben, um einen Koran zu erwerben. بسم الله الرحمن الرحيم دبش هذا Junge Pioniere halten Wacht am Ehrenmal der Roten Armee in Taschkent, der Hauptstadt Usbekistans. Die Gefallenen des Zweiten Weltkriegs werden geehrt, darunter viele musulmanische Sowjetbürger. Kein Denkmal erinnert an die Basmatschi, die Banditen, wie die Russen sie abfällig nannten, an die musulmanischen Widerstandskämpfer gegen den gottlosen Bolschewismus, die mehr als 10 Jahre lang in Zentralasien und im Kaukasus einen aussichtslosen Kampf gegen die rote Übermacht führten. Unter den jungen Pionieren am Ehrenmal wiegen die blonden, slawischen Typen vor. Die Russen machen 50% der Bevölkerung von Taschkent aus.
Sie sind dort ebenso zahlreich wie früher einmal die Franzosen in der Stadt Algier. Diese Kinder fühlen sich wohl als die Vorhut einer neuen, modernen Gesellschaft. Die knappen weißen Hosen der Mädchen dürften das muselmanische Schamgefühl verletzen. Der Fortschritt kommt hier im Stil des Parademarsches der jungen Pioniere aus dem Westen. Die Ruinen von Samarkand. Hier befand sich die Hauptstadt eines Weltreichs. Von Samarkand aus beherrschte der schreckliche Tamerlan nicht nur den größten Teil Asiens, sondern auch das europäische Russland, das sich heute noch stöhnend an das lange Tatarenjoch erinnert. Die Moscheen, Paläste und Koranschulen von Usbekistan werden heute als Museen restauriert. Trauer des Islam, aber auch Stolz des Islam. Plötzlich werden sich die Moslems Zentralasiens ihrer großen Geschichte, ihrer blühenden Kultur des Mittelalters bewusst, als die Moskowiter noch in Barbarei lebten. Hier lehrte der berühmte Koraninterpret Ismail el-Bukhari. Und vor 1000 Jahren glänzte hier die medizinische Wissenschaft Ibn Ali Abu Sinas oder Avicennas, wie er im Abendland hieß. Baumwollernte in Usbekistan. Das ist der positive, überzeugende Aspekt der russischen Zivilisationsarbeit in Zentralasien. Auf den Trümmern der vermoderten Feudalsysteme der Emirate von Buhara und Riva, die in wirtschaftlicher Stagnation und geistigem Obskurantismus verharrten, hat die marxistische Revolution Fortschritt und Wohlstand gebracht. Das Irrigationssystem, das seit der großen Zeit der Mongolenkaiser verfallen war, wurde wiederhergestellt. Zwischen Ferghana und Khoresm entstanden blühende Oasen. Gemüse, Früchte und Reis werden hier in großen Mengen geerntet. Vor allem aber die Baumwolle ist der wirkliche Reichtum der Zentralasiatischen Republik. Dank dieser Ernte ist die Sowjetunion nach USA und China der dritte Baumwollproduzent der Welt. Auf der Kolchose Akun Babayev prüfen zwei gewichtige und elegante Herren die Erträge. Es handelt sich um den ersten Parteisekretär der Region und links neben ihm um den Verantwortlichen für Agrarfragen im Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Usbekistans. In Sowjetisch-Zentralasien sind alle Menschen gleich, aber das bekunden diese Funktionäre, manche sind eben gleicher als die anderen. Ein anderer Prominenter, Akameyan Yusupov, ist seit 30 Jahren Vorsitzender seiner Baumwollkolchose. Für den Kameraauftritt hat er seine Orden angelegt. Er ist Held der Sowjetunion, hat bei Leningrad als Offizier gekämpft, ist 1971 für eine Rekordernte mit dem Lenin-Orden ausgezeichnet worden. Dieser perfekte Sowjetmensch hat seine Fernseherklärung vor dem Denkmal der Helden der Roten Armee abgeben wollen. Ob Akameyan Yusupov wohl jenes andere Ehrenmal in der Hauptstadt von Kirgisistan in Frunze kennt, das der ersten kirgisischen Kolchos-Vorsitzenden errichtet wurde? Diese Kirgisin war noch im Jahr 1933 von fanatischen Moslems, von den Basmachi, umgebracht worden. In sowjetisch-Zentralasien lebt es sich besser als im eigentlichen Russland. Die freien Kolchosmärkte bieten eine Vielfalt von Produkten, vor allem Gemüse und Obst an, von denen die Moskowiter nur träumen können. Auch hier fliegen viele Kolchosbauern, die über Privatparzellen von je 1000 Quadratmeter verfügen, häufig in die Hauptstadt der Sowjetunion, um ihre Produkte zu hohen Preisen zu verkaufen. Selbst wenn der Flugpreis abgezogen ist, bleibt noch ein lohnender Gewinn. Diese ökonomische Überlegenheit, dieser höhere Lebensstandard stärkt natürlich auch das nationale Selbstbewusstsein der Usbeken gegenüber dem slawischen Führungsvolk der Sowjetunion.
So wie die christlichen Georgier im Kaukasus stehen die musulmanischen Usbeken von Zentralasien an der Spitze einer latenten Autonomiebestrebung, die sich vorerst auf kulturellem Gebiet kundtut. An der Grenze der Autonomen Republik Karakalpakistan liegt die Sofrose, das Staatsgut Al-Khoresmi, im sumpfigen Flussbett des Syrdarya. Hier wird der erste Tag der Reisernte gefeiert. Die Sofrosenarbeiter haben ihre Traktoren im Umkreis aufgestellt. Sozialistische Disziplin in Ermangelung von sozialistischer Begeisterung spiegelt sich auf den asiatischen Gesichtern. Unsere beiden eleganten Funktionäre sind natürlich auch zugegen. Potemkin hat ein wenig Pate gestanden bei dieser Festlichkeit. Es wird auf Usbekisch gesungen, um die Erfüllung des Plansolls zu zelebrieren. Der Landwirtschaftssekretär des Zentralkomitees erinnert die Genossen an die Produktionsziele, die der 25. Kongress der Kommunistischen Partei der Sozialistischen Sowjetrepublik Usbekistan gesetzt hat. Den arbeitenden Menschen der Sofrose Al-Khoresmi geht es tatsächlich nicht schlecht. Die Agrarlöhne liegen oft bei 150 Rubel. Alle Kinder gehen in die Schule. Medizinisch sind sie versorgt. Für die Alten gibt es bescheidene Pensionen und vor allem die Familiensolidarität. Gemessen am Lebensstandard im benachbarten Afghanistan, wo ebenfalls knapp 2 Millionen Usbeken leben, sind die Moslems in sowjetisch-Zentralasien hoch privilegiert, technisch qualifiziert und auf dem Wege in eine fortschrittliche Gesellschaft. Moskau verfügt in Zentralasien, im Gegensatz zu den früheren Bemühungen Frankreichs etwa um die Assimilation Algeriens, über den perfekten Apparat der kommunistischen Partei. Dennoch spricht alles dafür, dass die permanente Bevormundung durch russische Instanzen und die allgegenwärtigen russischen Sicherheitsorgane von den Völkern Zentralasiens mehr denn je als eine Form des Kolonialismus empfunden werden. Man betrachte nur die Gesichter auf diesem Freudenfest sozialistischer Produktion. Im Dezember 1958 habe ich zum ersten Mal Usbekistan bereist. Das war kurz nach dem offiziellen Besuch des damaligen ägyptischen Präsidenten Gamal Abdel Nasser. Und Nasser hatte nach dem Besuch von Taschkent in engen Kreise und trauernd gesagt, dass dort, wo der Kommunismus die Macht ergreife, der Islam tot sei. Ich stand damals unter dem Eindruck des Algerienkrieges, der ja noch andauerte, und war zu einem anderen Schluss gekommen. Ich hatte die Frage aufgeworfen in einem Zeitungsartikel, ob sich nicht in Zentralasien ein Algerien der Sowjetunion vorbereite. Und die Frage war damals bei den Botschaften in Moskau klar verneint worden. Dort war man der Ansicht, dass der Kommunismus mit dem Islam fertig geworden sei. Aber es gibt jetzt unter den Orientalisten eine neue These. Man denke nur an die Namen Benningsen oder Carrère d'Ancausse. Und die sind der Ansicht, dass tatsächlich in den musulmanischen Gebieten der Sowjetunion eine Zeitbombe tickt. Man blicke ja nur auf die Karte hinter mir und man sieht, welch wichtiges strategisches Gebiet von den Moslems in der Sowjetunion besetzt wird. Was Sie jetzt sehen werden, ist ein einmaliges Dokument. Ich bin im Sommer 1980 wieder in die verschiedenen sowjetischen Republiken Zentralasiens gereist. Ich habe keine Drehgenehmigung bekommen über den Islam in der Sowjetunion. Ich hatte Mühe, sogar ein Visum zu erhalten. Aber es traf sich gut, es befand sich ein französischer Produzent dort, der genau die gleiche Route eingeschlagen hat und die gleichen Menschen gesehen hat. Und ich habe dieses Rohmaterial übernommen, habe es völlig neu aufbereitet, habe es im Sinne meiner Erkenntnisse interpretiert und getextet, wohl wissend, dass dieser französische Kollege mit einem sowjetischen Kamerateam gearbeitet hat und mit einem sowjetischen Begleiter, der ihm Vorschriften und Beschränkungen auferlegte.
Die Frage der Moslems in der Sowjetunion ist akut und brisant geworden seit den Ereignissen in Afghanistan. Die Sowjetunion hat wohl befürchtet, dass an ihrem weichen Unterleib in Zentralasien eine Gefahr entstehen würde, falls der radikale, militante Islam in Kabul die Macht ergreifen würde. Und für mich war es ein besonderes Erlebnis im vergangenen Sommer 1981, als ich mit einer Gruppe Mujahideen nach Afghanistan hineinritt. Denn diese Streiter des Heiligen Krieges waren fast ausschließlich Tadschiken und Usbeken, also afghanische Angehörige von Völkerschaften, die in der Sowjetunion über eigene Teilrepubliken verfügen. Und diese Mujahideen haben mir immer wieder gesagt, wir kämpfen nicht nur für die Freiheit des Islam in Afghanistan, wir kämpfen auch für die Befreiung unserer muslimanischen Brüder in der Sowjetunion. Die Koranschule von Bukhara, Medrese Mir-i-Arab, ist 1945 geöffnet worden. Gleich nebenan befindet sich eine verlassene Lehrstätte des Islam aus dem Mittelalter, die als Ausflugsziel für Touristen hergerichtet wurde, mit einer kleinen Disco-Bar, wo Alkohol ausgeschenkt wird. Eine bewusste atheistische Herausforderung. Aber in Mir-i-Arab bildet der offizielle und quasi beamtete Islam der Sowjetunion etwa 50 Schüler aus. Nach siebenjährigem Studium des Arabischen, des Koran und des Hadith werden jährlich 10 bis 15 Absolventen entweder als Imame und Prediger, Khutaba genannt, in die geöffneten Moscheen delegiert oder sie unterziehen sich einer gründlicheren religiösen Weiterbildung in der Medrese Imam Ismail al-Bukhari von Taschkent. Dort dauert die höhere Ausbildung der 30 Tullab weitere 4 Jahre, bis sie als Schriftgelehrter, als Alim oder als muslimanischer Jurist, als Qadi qualifiziert sind. Manche von ihnen dürfen anschließend an muslimanischen Hochschulen des Auslandes, Al-Azhar in Kairo, Al-Baida in Libyen, Karawin in Marokko oder in Damaskus studieren. Unter 45 Millionen Moslems der Sowjetunion widmen sich weniger als 100 der islamischen Theologie. Der Direktor der Koranschule von Bukhara, Abdelkader Gaparov, ist ein weltgewandter Mann, dem man seine geistliche Funktion nicht ohne weiteres ansieht. Er hat in Kairo studiert, er kann es sich leisten, kategorische Auskünfte zu erteilen. Unsere islamische Religion ist unser Blut, sagt Abdelkader Gaparov auf Russisch. Keine anti-islamische oder atheistische Propaganda kann unsere religiösen Überzeugungen erschüttern. Wenn er jedoch nach den möglichen Auswirkungen der iranischen Revolution Khomeinis auf die Moslems der Sowjetunion gefragt wird, weicht er aus. Er sei kein Spezialist für internationale Fragen, antwortet er dann. Ich kümmere mich nicht um Politik, ich kann Ihnen nicht antworten. Ich bin ein Mann der Religion, stellen Sie mir doch Fragen zur Religion. In Taschkent, der Hauptstadt von Usbekistan, hat der Großmufti für Sowjetisch-Zentralasien zu einer großen panislamischen Konferenz eingeladen, um den Beginn des 15. Jahrhunderts nach der Hijra zu zelebrieren. Dieses internationale Treffen stand unter dem Motto Friede und Freundschaft der Völker. In Wirklichkeit soll hier die sowjetische Aggression gegen Afghanistan gerechtfertigt und verschleiert werden. Und siehe da, auf der Rednertribüne ergreift Abdelkader Gaparov, der Direktor der Koranschule von Bukhara, in vorzüglichem Hocharabisch das Wort. Und dieses Mal scheut er sich nicht, über Weltpolitik zu reden. Er prangert die amerikanischen Machenschaften im Nahen Osten an. Er verurteilt den israelischen Annexionismus, fordert die Rückgabe Jerusalems. Israel müsse sich den UNO-Resolutionen bedingungslos unterwerfen, verlangt Gaparov. Trotz der zahlreichen Delegationen, die sich im Konferenzsaal drängten, sogar der Mufti von Jerusalem war erschienen, ist dieses große internationale Treffen, das im September 1980 stattfand, gescheitert. Eine Vielzahl muslimanischer Länder hatte sich geweigert, Abordnungen nach Taschkent zu schicken. Eine Schlussresolution wurde nicht unterzeichnet.
An den Karakulmützen und ihren bunten Trachten sind die Moslems aus den anderen geistlichen Direktionen der Sowjetunion zu erkennen. Die Tataren von Kasan und Ufa, die schiitischen Azeri aus Baku, die Dagestani vom Nordkaukasus. Zentrale Figur ist der Großmufti für Zentralasien, Ziauddin Babakhanow. Er ist 75 Jahre alt, schon sein Vater war Mufti. Babakhanow gehört zu den seltenen Mekka-Pilgern aus der Sowjetunion. Vor dem internationalen Forum der Pan-Islamischen Konferenz hat sich Ziauddin Babakhanow nicht gescheut, gegen die nukleare Nachrüstung der NATO in Westeuropa zu polemisieren und die USA anzuklagen, die angeblichen Konterrevolutionäre in Afghanistan zu unterstützen. Im Garten der Medrese Ismail el-Bukhari findet ein großes Festmahl statt. Die Moskauer Behörden versuchen, die von ihnen eingesetzten muslimanischen Würdenträger gewissermaßen als sowjetische Botschafter und Propagandisten in der islamischen Welt zu missbrauchen. Das ist wohl ein zweischneidiges Schwert. Das Bewusstsein der sowjetischen Moslems, der weltweiten islamischen Umma anzugehören, wird dadurch geweckt oder gestärkt. Und wer garantiert schließlich, dass diese fügsamen Muftis, Imame und Mollahs nicht insgeheim der koranischen Überlieferung mit größerer Loyalität anhängen als einem marxistischen Staatsverband, dessen gottlose Ideologie auch ihnen ein Greuel sein muss? Ziauddin Babakhanow wird an seinen Tisch geführt. Zu seinen Gästen zählen Delegierte aus Syrien, Jemen, Algerien und Libyen. Selbstverständlich können die Sowjets sich als Verbündete des Arabismus gebärden, wenn sie gegen die israelische Palästina-Politik protestieren. Jerusalem wird stets das prioritäre Anliegen der Umma sein. Aber wie lange können zahlreiche islamische Staaten noch krampfhaft und heuchlerisch die Augen vor der russischen Intervention in Afghanistan schließen, wo die Mujahideen gegen die moskowitische Expansion den Heiligen Krieg führen? Der Großmufti von Taschkent beteuert, dass der Glaube des Propheten tief im Herzen der sowjetischen Moslems verankert ist. Er muss zwar zugeben, dass die Sowjetunion ein atheistischer, marxistischer Staat sei, aber die Religion sei ja nicht verboten. Und deshalb unterstütze er rückhaltlos die internationale wirtschaftliche und soziale Politik Moskaus. In der Freitagsmoschee von Taschkent sind die Gläubigen zu Tausenden zusammengeströmt und verbeugen sich nach Mekka. Der Ruf Allahu Akbar, Allah ist größer, klingt hier wie eine Herausforderung, wie eine Beschwörung. Es wäre ein Irrtum zu glauben, dass die Botschaft des Ayatollah Khomeini im benachbarten Iran oder gar die blutigen Ereignisse in Afghanistan ohne Widerhall in sowjetisch-Zentralasien geblieben wären. Ursprünglich hatte die Sowjetarmee, als sie im Dezember 1979 in Kabul einrückte, zahlreiche muslimanische Rotarmisten, bis zu 40% der Gesamttruppenstärke, nach Afghanistan geschickt. Zahlreiche Usbeken, Tadschiken und Turkmenen hatten sie als Verwaltungsexperten begleitet. Dieses Experiment hat nicht länger als 6 Wochen gedauert. Schon im Februar 1980 wurden fast alle sowjetischen Musulmanen über die Grenze zurückgenommen, weil sie mit ihren afghanischen Brüdern fraternisierten oder es an Kampfbereitschaft fehlen ließen. Gewiss, die jungen Männer sind selten in den Moscheen. Aber der Freitag ist kein Feiertag in der Sowjetunion und die Moslems im arbeitsfähigen Alter stehen an ihren Maschinen. Die Kinder sind in der Schule. Angesichts dieser frommen Beter muss man die scheinbaren Widersprüchlichkeiten und die Flexibilität des islamischen Bekenntnisses berücksichtigen. Ich bin zwar Atheist, hört man gelegentlich, aber ich bleibe natürlich Moslem. Wer wirklich die Existenz Gottes verleugnet, ist in islamischer Sicht kein Mensch mehr, er degradiert sich zum Tier. Der Islam ist mehr als eine bloß religiöse Konfession.
Er reiht den Moslem in ein Ordnungssystem ein, wo Brauchtum, Zivilisation, Lebensstil, Gesellschaftslehre und Theologie nicht zu trennen sind. Unter kriegerischen Klängen und roten Fahnen entfaltet die kommunistische Staatsideologie ihre triumphalistische Prozession. Religion sei Opium für das Volk, hat Lenin ein für allemal verkündet. Unter den jungen Turnern, die in Taschkent defilieren, sind die europäischen Slawen in der Mehrheit. In den Augen der Usbeken und Tadschiken erscheint der Marxismus als eine durchaus westliche Lehre. Als ein entarteter Sohn des Christentums, sagte uns unlängst der algerische Nationalheld Ben Bella. Kann Marx Mohammed verdrängen? Die Jugend Zentralasiens scheint der Religion entfremdet. Aber wie schnell haben im nahen Iran die progressistischen und marxistischen Studenten die materialistische Verwestlichung verworfen und ihre nationale Identität im strengen, fundamentalistischen Islam gesucht. Ein Sprachlabor des Dolmetscherinstituts von Taschkent. Hier wird Französisch mit perfektionierten Methoden unterrichtet. Der Student, der hier interviewt wird, bezeichnet sich als Atheist. Als deklarierter Moslem hätte er keine Chance, zur Universität zugelassen zu werden. Er ist Komsomolze und will Parteimitglied werden. Er will Karriere machen. Er ist übrigens als Kind beschnitten worden, wie alle Moslems. Auf die letzten Fragen antwortet er verlegen und enthüllt die Lügen des Systems. Glauben Sie, dass die Religion schädlich ist? Ich verstehe die Frage nicht. Meinen Sie, dass die Religion schädlich für die Gesellschaft, dass sie etwas Schlechtes ist? Ich kann Ihnen auf diese Frage nicht antworten. Ich werde die Frage anders formulieren. Warum sind Sie Atheist? Es ist schwierig, diese Frage zu beantworten. Die Moscheen des Sozialismus, man findet sie in den U-Bahn-Schächten und Stationen von Taschkent. Die Moskauer Untergrundbahn hat hier Pate gestanden. Aber manche Stilelemente des Marmors sind orientalisch. Der sowjetischen Gleichmachungspolitik zwischen Europäern und Asiaten ist zugute gekommen, dass die Altstadt, die Moslemviertel von Taschkent, die meist aus Lehm gebaut waren, durch das Erdbeben von 1966 weitgehend zerstört wurden. Seitdem färchen die Behörden Russen und Usbeken in den gleichen seelenlosen Mietskasernen des sowjetischen Aufbaustils zusammen. Das hat offenbar nicht zur Integration, sondern zu ständigen Reibereien und zur Vertiefung der rassischen Gegensätze geführt. Die Russen sind zahlreich im Straßenbild von Taschkent, aber es finden keine Neuzuwanderungen aus Europa statt. Der Prozentsatz der Asiaten hingegen nimmt unaufhaltsam zu. Der Großmufti für Zentralasien, Ziauddin Babakhanow, ist ein alter Bekannter. Wir haben uns zum ersten Mal 1958 bereits getroffen. Ich kam damals von einem Lehrgang aus dem Libanon und wir konnten uns einen ganzen Nachmittag auf Arabisch unterhalten. Auf dem Bild neben mir sehen Sie uns vereint im Jahr 1958. Wir sind beide nicht jünger geworden. Und jetzt im Sommer 1980 bin ich natürlich in Taschkent wieder zur großen Moschee, zur Jamia, am Freitag gegangen und wollte mir das Gebet anschauen, aber ein paar fromme Männer haben mich dann eingereiht in den Sof, in die Reihe der Gläubigen, und 3 Stunden lang habe ich dann das Gebet, die Verbeugung mitmachen müssen und habe der Khutba gelauscht. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass ich mich in einer inbrünstigen islamischen Gemeinde befand, wo nicht nur alte Männer waren. Und schon die Hinfahrt zur Moschee war eine Anekdote wert, denn 3 russische Taxichauffeure weigerten sich, mich dorthin zu bringen. Und dann kam ein usbekischer Taxifahrer, der mich wohl für einen ausländischen Moslem hielt und der sich absolut weigerte, irgendein Fahrgeld entgegenzunehmen. In Buchara habe ich hinter vorgehaltener Hand gehört, dass der Einfluss Khomeinis immerhin beträchtlich sei. Und ein türkischer Professor für Orientalistik, den ich auch in Buchara traf und der sich ja mit den Usbeken in der Landessprache unterhalten könnte, sagte mir, dass das Geheimwesen der Sufi, der Derwischorden, doch an Bedeutung gewinne. Er war der Ansicht, dass binnen 20 Jahren die nationale und vor allem religiöse Wiedergeburt bei den Moslems Zentralasiens nicht aufzuhalten sei.
Und vor allem war da auch ein Intouristführer, der zweifellos Mitglied der Kommunistischen Partei war und den ich fragte, wie sich denn Marxismus und Islam vertragen würden. Und er sagte dann lachend, seit 60 Jahren sind wir Kommunisten, aber seit 1000 Jahren sind wir Moslems. Natürlich wird immer wieder eingewendet, gerade von westlicher Seite, die Modernisierung, die Technisierung, die Säkularisierung in der Sowjetunion, die habe die islamische Frage bereinigt. Aber das Gleiche hat man ja auch mal vom Iran gesagt und von der Weißen Revolution des Schah. Und der Schah war immerhin kein Ausländer wie die Herren des Kreml, er war kein Ungläubiger gewesen. In aller Objektivität und ohne Bosheit können wir wohl sagen, dass die Moslems in der Sowjetunion in einer spätkolonialen Situation sui generis leben. Auf dieser Kolchose, unweit von Urgensch, wird die Baumwolle noch von Menschenhand gepflückt. Sehr oft haben die Arbeitskollektive der sozialistischen Landwirtschaft die alten Stammes- und Clanstrukturen übernommen, wie sie bei den Turkvölkern Zentralasiens noch lebendig waren. Dadurch sind diese islamischen Gemeindewesen in doppelter Hinsicht gegen die Fremden abgekapselt. Der offizielle Islam der geistlichen Direktion von Taschkent übt auf dem flachen Land wenig Einfluss aus. Hier existiert der parallele Islam, wie die Orientalisten sagen, die geheimnisvolle und verschwiegene Welt der religiösen Bruderschaften, der Tariqat, der Derwischorden. Der sunnitische Islam, wie wir bereits erwähnten, kennt keinen hierarchisierten Klerus. Jeder fromme Mann kann Vorbeter oder Imam, kann Khatib oder Prediger sein. Der weiße Papierstern über diesem Lehmhaus zeigt an, dass ein Knabe unlängst beschnitten wurde, äußeres Zeichen für seine Aufnahme in den Bund, den Allah einst mit dem Erzvater Ibrahim, wir sagen Abraham, schloss. Natürlich verfügen wir über keine Bilder vom Parallelislam der Sufi und Derwische. Aber die Namen dieser Bruderschaften sind bekannt. Da agitiert die Naqshbandiya, die über den ganzen Orient, vor allem aber auch über Anatolien und den Kaukasus verzweigt ist und die im 14. Jahrhundert in der usbekischen Stadt Bukhara gegründet wurde. Da ist die Kadiriyya, die bis weit nach Afrika reicht und im 12. Jahrhundert in Bagdad ihren Ursprung nahm. Der bewaffnete Aufstand der Moslems gegen den Zaren und dann gegen Stalin ging meist von diesen mystischen und asketischen Eiferern aus. Heute agieren die Murschidin, die religiösen Inspiratoren, im Untergrund. Ihre Lehre ist oft von Aberglauben durchsetzt und nicht frei von Obskurantismus. Doch die Geschichte des nordafrikanischen Islam hat gezeigt, dass es gerade diese Tariqat, diese religiösen Kriegerorden, auch Murabitun genannt, waren, die die Lehre stets erneuerten, im puritanischen Sinne reinigten und dass die Derwische schon damals an der Spitze des Kampfes gegen die christlichen Ungläubigen standen. In Urgensch findet eine landwirtschaftliche Ausstellung statt, die die überschrittenen Planziele glorifiziert. Die verdienstvollen Arbeiter werden zur Nachahmung porträtiert. Der Sozialismus zwischen Elbe und Amu Darya zeigt ein ähnliches Gesicht. Aber hier ist der große islamische Wissenschaftler Abu Sina neben Friedrich Engels dargestellt. Wer würde ahnen, dass in unmittelbarer Nachbarschaft dieser sozialistischen Leistungsschau die islamische Bruderschaft Kubrawiya in der Oase von Urgensch-Khoresm ihren Schwerpunkt hat. Seit 1969 haben die Behörden diesen Geheimgesellschaften verstärkten Kampf angesagt. Die offiziellen Muftis, die mit den Sowjetbehörden kollaborieren, hüten sich jedoch, anders als durch eine gelegentliche Fatwa, gegen gewisse Riten dieses tief verwurzelten Volksglaubens, insbesondere gegen den Sikr, anzumahnen. Wie überall in der Sowjetunion wird auch bei den Moslems im weißen Brautkleid und im dunklen Anzug geheiratet. Die Ehe eines Moslems mit einer Russin ist äußerst selten. Die Heirat einer Musulmanin mit einem Ungläubigen, die der Koran strikt verbietet, ist so gut wie inexistent.
Häufig wird noch der Kalim, der alte Brautpreis, entrichtet. Nach der offiziellen Eheschließung gemäß dem sowjetischen Zivilzeremoniell schließt sich fast immer eine religiöse Feier in Gegenwart eines Mullahs an. Dann wandert das Brautpaar zu einer historischen Stätte, hier zum Mausoleum der Emire von Chiva. Ein harmloser Ausflug, wie es scheint, aber sehr oft verbirgt sich dahinter eine heimliche Wallfahrt. Das Grab des Imam al-Bukhari oder des Tariqa-Gründers Bahauddin Naqshband, die Moschee Shah-i Zindar, mögen in antireligiöse Museen verwandelt sein. Für die Masse der Gläubigen bleiben sie Pilgerstätten. Wenn man schon nicht nach Mekka reisen darf, dann verneigt man sich am Grab, am Mazar eines traditionellen Heiligen. Der Kinderreichtum ist die langfristige Geheimwaffe der islamischen Umma gegen alle Versuche russischer Überfremdung. Im Jahr 2000 werden nahezu 80 Millionen Moslems in der Sowjetunion leben, ein knappes Drittel der Gesamtbevölkerung. Es hat geregnet auf dem Roten Platz von Taschkent. Alle Symbole künden vom unaufhaltsamen Sieg des Marxismus-Leninismus. Ein jugendlicher Brezhnev lächelt über den Brautpaaren, Usbeken und Russen, säuberlich getrennt, die aus dem Heiratspalast kommen. Glückliche Freiheit wurde uns geschenkt. Kein anderer als unsere redlichen Sowjetfreunde konnten uns zu so hohen Zielen führen. Wach auf, geliebtes Usbekistan! So schrieb der usbekische Dichter und kommunistische Kollaborateur Hamza Hakim Zadehniyazi, ehe er am 18. März 1929 von Widerstandskämpfern der national-islamischen Basmachi-Bewegung umgebracht wurde. Wach auf, geliebtes Usbekistan! Dieser Muezzin versetzt uns plötzlich über 2000 Kilometer nach Transkaukasien, nach Baku, in die Hauptstadt von sowjetisch Aserbaidschan. Etwa 75% der Moslems bekennen sich hier zur schiitischen Glaubensrichtung. Die Botschaft des Ayatollah Khomeini und seiner schiitischen Revolution durfte kraftvoll über die nahe Grenze dröhnen. Die Schiiten sind durch die Propaganda der Gottlosen besonders schwer zu erfassen, denn ihnen erlaubt und rät das Gebot der Taqiyya, ihre intimen religiösen Überzeugungen vor den Ungläubigen zu verbergen, ja zu verleugnen. Russen und Ukrainer machen knapp 8% der Bevölkerung von sowjetisch Aserbaidschan aus und diese Zahl ist rückläufig. Eilt zum Gebet, eilt zur Freude, ruft der Muezzin. Und am nächsten frühen Morgen wird er die Gläubigen mit der vieldeutigen Mahnung wecken. Das Gebet ist besser als der Schlaf. As-Salat khairun min an-Naumin. Rahmallah al-Fatiha.